EA Po Productions liest Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute Geschichte des Prinzen Beder von Persien und der Prinzessin Giauhare von Samandal. Ein König von Persien, Seherman genannt, herrschte lange Jahre glücklich und ungestört. Nur in einem einzigen Punkte fühlte er sich unglücklich. Er war nämlich schon sehr bejahrt und von seinen 100 Frauen hatte ihm keinen einen Prinzen und Nachfolger geboren. Eines Tages, als er in Trauer versunken darüber nachdachte, wie nun der größere Teil seines Lebens dahingeschwunden, ohne dass ihm ein Sohn gezeugt worden, der einst den Thron von ihm erben könnte, meldete ihm ein Verschnittener, es sei ein Kaufmann vor der Tür und bitte um die Erlaubnis, ihm eine Sklavin vorzustellen. »Man lasse ihn eintreten«, sagte der König. Der Kaufmann trat mit der Sklavin herein, die von schlankem Wuchse war, wie eine biegsame Lanze und einen gestickten Schleier über ihrem Angesicht hatte. Als der Kaufmann den Schleier weghob, strahlte der ganze Saal von dem Glanz ihrer Schönheit. Ihr Haar hing in 7 Flechten wie ein Rossschweif bis zu den Knöcheln herunter. Ihre Augen waren mit Kohel bemalt, schlank war ihre Taille und stark ihre Hüften. Ihr Anblick konnte jeden Kranken heilen und die Glut jedes Durstigen löschen. Sie war, wie ein Dichter sagte, »Ich liebe sie, ihre Schönheit ist vollkommen, Ernst und Würde ziert sie, sie ist weder zu groß noch zu klein, doch so vollkommen, dass ihr Übertuch sie nicht umspannen kann. Ihr Wuchs ist voll Ebenmaß, nichts ist zu lang oder zu kurz an ihr. Ihr schwarzes Haar reicht über die Knöchel herunter, doch leuchtet ihr Gesicht stets wie der Tag.« Der König bewunderte ihre Schönheit und ihre Anmut, ihren Wuchs und ihr Ebenmaß und fragte den Kaufmann nach ihrem Preis. »Ja«, antwortete der Kaufmann, »ich habe sie um 2000 Goldstücke gekauft und meine Reisekosten betragen ebenso viel, denn ich bin schon 3 Jahre unterwegs. Wenn sie dir gefällt, so bitte ich dich, sie als Geschenk von mir anzunehmen.« Der König schenkte ihm ein kostbares Ehrenkleid und ließ ihm 10.000 Dinare ausbezahlen. Der Kaufmann nahm das Geld mit Dank an und küßte dem König die Hände und entfernte sich. Der König übergab die Sklavin den Kammermädchen und sagte ihnen, »Sorgt aufs Beste für den Putz dieses Mädchens. Mache dir ein besonderes Zimmer zurecht und versehet sie mit allem Nötigen.« Die Hauptstadt des Reiches, in welcher der König residierte, lag an der Meeresküste und hieß die Weiße Stadt. Die Fenster des Zimmers, in welches die Sklavin gebracht wurde, gingen auf das Meer. Als der König sie besuchte, stand sie nicht vor ihm auf und beachtete ihn gar nicht. Der König dachte, die muss wohl bei Leuten gewesen sein, die wenig Bildung haben. Indessen bewunderte er ihre Schönheit, ihre Anmut, ihren reizenden Wuchs und ihr Gesicht, das dem Vollmond oder der hell leuchtenden Sonne glich, und pries den Schöpfer. Er näherte sich ihr dann, umarmte und küßte sie, ließ die köstlichsten Speisen auftragen und aß mit ihr, ohne dass sie ein Wort sprach. Selbst als der König sie nach ihrem Namen fragte, gab sie keine Antwort, sondern neigte stets ihr Haupt zur Erde. Und nur ihre außerordentliche Schönheit und Anmut schützte sie vor dem Zorn des Königs. Er dachte, gepriesen sei Allah, der Schöpfer dieses Mädchens. Wie lieblich sie ist, wie schade, dass sie nicht spricht. Doch nur Gott ist vollkommen. Der König fragte dann die Dienerinnen und Kammermädchen, ob die Sklavin mit ihnen spreche. Aber auch sie hatten noch kein Wort von ihr vernommen. Der König befahl dann einigen Sklavinnen, sie mit Gesang zu unterhalten und mit ihr zu spielen, um sie zum Sprechen zu bringen. Aber so sehr sie sich auch bemühten, vor ihr zu musizieren und zu singen, verharrte sie in ihrem Schweigen. Der König war sehr betrübt darüber, doch fesselten ihn ihre Reize so sehr, dass er ihr seine ganze Liebe schenkte und sie allen anderen Frauen vorzog. Nachdem er so ein ganzes Jahr mit ihr gelebt hatte, ohne dass sie den Mund zum Sprechen geöffnet hätte, sagte er zu ihr,
O Herzenslust, meine Liebe zu dir ist so mächtig, dass ich um deinetwillen von allen meinen Frauen und Sklavinnen getrennt lebe und in dir allein mein Glück auf der Welt finde. Ich habe ein ganzes Jahr Geduld mit dir gehabt. Nun möge aber Gott dein Herz erweichen, so dass du auch mit mir sprechest. Oder solltest du etwa stumm sein, so gib mir durch ein Zeichen zu verstehen, damit ich nicht länger vergebens hoffe. Auch wünsche ich, dass mir Gott einen Sohn von dir schenke, der mein Reich erbe, denn ich bin schon alt und kinderlos. Ich beschwöre dich bei Gott, wenn du sprechen kannst, so lass mich nur ein Wort aus deinem Munde vernehmen. Die Sklavin neigte ihr Haupt nachdenkend zur Erde. Dann hob sie es auf, lächelte den König an, so daß er glaubte, ein Blitzstrahl erleuchte das Zimmer, und sprach: »O großmütiger König, tapferer Löwe, Gott hat dein Gebet erhört. Ich bin gesegneten Leibes, und die Zeit meiner Entbindung ist nahe. Darum breche ich auch mein Schweigen. Doch weiß ich nicht, ob ich einen Sohn und eine Tochter gebären werde.« Als der König dies hörte, strahlte sein Gesicht vor Freude, und im Übermaß seines Glückes küßte er ihr Haupt und ihre Hände und rief: »Gepriesen sei Gott, der meine Wünsche erfüllt hat, indem er dich sprechen und mir verkünden lässt, dass ich ein Kind von dir zu erwarten habe.« Er machte sich dann auf, bestieg seinen Thron und befahl seinem Wesir, aus Dankbarkeit gegen Gott den Armen, Bedürftigen und Witwen 100.000 Dinare zu verteilen. Dann begab er sich wieder zu seiner Sklavin, umarmte sie und sagte ihr: »O meine Herrin und Gebieterin, warum hast du ein ganzes Jahr kein Wort mit mir gesprochen?« Sie antwortete: »Höre, o König der Zeit, wisse, ich bin fremd, mein Herz ist zerknirscht, denn ich bin von meiner Mutter, meiner Familie und meinem Bruder getrennt.« Der König, der wohl merkte, was sie sagen wollte, erwiderte: »Nenne dich nicht arm und fremd, denn was ich besitze, ist dein Eigentum, und ich selbst bin dein Sklave. Was die Trennung von den deinigen angeht, so sage mir, wo sie sind, und ich will sie zu dir bringen lassen.« Die Sklavin versetzte: »Wisse, o glückseliger König, mein Name ist Gülnar vom Meer. Mein Vater war einer der Könige des Meeres und hinterließ uns nach seinem Tode sein Reich. Da kam aber ein anderer König, der unser Königreich uns wegnahm. Meine Mutter ist eine von den Frauen des Meeres, und mein Bruder, welcher Sali heißt, hatte einst Streit mit mir. Da schwor ich, dass ich das Meer verlassen und mit einem Mann vom Land leben würde. Ich setzte mich beim Mondschein an das Ufer einer Insel. Da kam ein Mann vorüber, der mich in seine Wohnung schleppte und umarmen wollte. Ich schlug ihn aber auf den Kopf, dass er beinahe tot niedersank. Darum verkaufte er mich dem Mann, von dem du mich gekauft hast, und ein sehr frommer, würdiger und guter Mann war. Hättest du mich nicht so geliebt und allen anderen Frauen und Sklavinnen vorgezogen, so wäre ich keine Stunde bei dir geblieben, sondern hätte mich von diesem Fenster aus ins Meer gestürzt und wäre wieder zu den meinigen zurückgekehrt. In meinem jetzigen Zustand kann ich es aber umso weniger, dass sie Schlimmes von mir denken und mir nicht glauben würden, dass mich ein König für Geld gekauft und als sein Glück in dieser Welt betrachtet, selbst wenn ich meine Worte durch einen Eid besiegeln würde. Das ist meine Geschichte. Heil über dich!« Als der König dies vernahm, lobte er sie und küßte sie zwischen die Augen und sagte: »Bei Gott, o meine Herrin, Licht meiner Augen, ich kann keine Stunde getrennt von dir leben. Wenn du mich verlässt, so sterbe ich alsbald. Was soll nun geschehen?« Sie erwiderte: »O mein Herr, die Zeit meiner Niederkunft ist nahe. Meine Familie muss hierher kommen, denn die Frauen vom Lande wissen so wenig, den Frauen vom Meer bei ihrer Entbindung beizustehen, als die vom Meer denen vom Lande.« Da fragte der König: »Aber wie können sie im Meer gehen, ohne nass zu werden?« Darauf antwortete sie: »Wir gehen im Meer wie ihr auf trockenem Lande, durch den Segen der Namen, welche auf den Siegel Salomos, des Sohnes Davids, Heil über beide, stehen. Ich will nur meine Leute herrufen und ihnen sagen, dass du mich für Geld gekauft und mir viel Gutes erwiesen hast, und dass du ein König, Sohn eines Königs bist, und dann werden sie meinen Worten glauben.« Als der König seine Einwilligung gab, fuhr sie fort: »Wisse, o König der Zeit, wir wandeln mit offenen Augen im Meer umher, ohne dass es uns schadet, und sehen alles, was darin ist.
Auch sehen wir die Sonne, den Mond, die Sterne und den Himmel, als wären wir auf der Oberfläche der Erde. Im Meer selbst leben viele Völkerschaften und Gattungen von verschiedener Gestalt, wie auf dem Lande, und noch viel mehr. Hierauf zog sie zwischen ihren Schultern ein Stück Aloeholz hervor, zündete ein Weihrauchgefäß an, legte das Aloeholz auf das Feuer, pfiff laut hinein, murmelte einige unverständliche Worte, da erhob sich ein starker Rauch, und sie sagte zum König, der ihr zusah, »Geh, mein Herr, verbirg dich in deinem Kabinett, damit ich dir meine Mutter und meinen Bruder zeige, ohne dass sie dich bemerken. Du sollst bald Wunder sehen und Geschöpfe Gottes von verschiedenartiger Gestalt.« Der König ging ins Kabinett, und Gülnar sagte einige Beschwörungsformeln über das Räucherwerk her. Und siehe da, das Meer fing an zu toben und zu schäumen, und es stieg ein schöner Jüngling wie der hellscheinende Mond hervor, mit leuchtender Stirne, rosigen Wangen und Zähnen wie Perlen, der die größte Ähnlichkeit mit seiner Schwester hatte. Ihm folgte ein altes, grauhaariges Weib und fünf junge Mädchen wie der Vollmond, die auch Ähnlichkeit mit Gülnar hatten. Der König konnte sehen, wie sie auf der Oberfläche des Wassers einhergingen, bis sie in die Nähe des Fensters kamen, an welchem Gülnar saß. Diese stand vor Freude auf, als sie sie erblickte, und als sie in ihr Gemach traten, umarmten und küssten sie sich und vergossen viele Tränen. Dann sagten ihre Verwandten zu ihr, »Wie konntest du uns 4 Jahre lang verlassen, ohne dass wir wussten, wo du dich aufhältst? Der Schmerz über die Trennung von dir war so groß, dass uns die ganze Welt zu eng schien und dass uns weder Speise noch Trank schmeckte, denn wir mussten vor Sehnsucht nach dir Tag und Nacht weinen.« Gülnar küßte sie nochmals, und auf ihre Fragen nach ihrem Zustande erzählte sie ihnen, wie sie verkauft wurde und wie der König sich so liebevoll gegen sie benehme. Als ihr Bruder dies hörte, sagte er, »Gepriesen sei Gott, der uns wieder vereint hat, doch nun mache dich auf und kehre wieder mit uns in deine Heimat zurück.« Bei diesen Worten verlor der König nahezu den Verstand, denn er fürchtete, die Sklavin möchte ihrem Bruder folgen, ohne dass er es verhindern könnte, während er sie doch so leidenschaftlich liebte und so glücklich war, seitdem er wusste, dass sie bald Mutter werden sollte. Mit größter Angst dachte er an eine Trennung von ihr. Aber Gülnar sagte ihrem Bruder, »Bei Gott, der Mann, der mich gekauft hat, der Herr dieser Stadt, ist ein großer König. Auch ist er ebenso reich als klug und edelmütig. Er erweist nur alles Gute, und vom Tage, an dem ich zu ihm gekommen bin, bis jetzt, habe ich kein kränkendes Wort von ihm gehört. Er tut mir alles zu lieb und unterrichtet mich vor allem, was er unternimmt, so dass ich vollkommensten Glückes mit ihm lebe. Er kann sich keine Stunde von mir trennen und würde sterben, wenn ich ihn verließe. Auch mir würde eine Trennung den Tod bringen, so sehr liebe ich ihn, denn ich nehme bei diesem mächtigen und hochgeehrten König eine Stellung ein, wie mir sie mein Vater, wenn er noch lebte, nicht einräumen könnte. Zudem hat der König keine Nachkommen und hat schon lange Gott um einen Sohn angefleht, der einst sein Reich erben könnte und seinen unermeßlichen Besitz. Nun bin ich schwanger und danke Gott dafür, dass er mir, der Tochter eines Königs vom Meer, einen Gatten gegeben, welcher König vom Lande ist. Gott hat mir dadurch Gutes erwiesen und mich nicht verlassen.« Diese Worte erfreuten ihren Bruder, ihre Mutter und ihre Cousinen, und sie sagten zu ihr, »O Gülnar, du weißt, wie sehr wir dich verehren, mehr als jede andere, und wie wir dir ein sorgenloses, ruhiges Leben wünschen. Findest du dies hier, so ist unser Wunsch erfüllt.« Gülnar erwiderte, »Bei Gott, ich lebe hier ganz sorgenlos, geehrt und glücklich.« Als der König dies hörte, beruhigte er sich und war ihr dankbar für diese Anerkennung und liebte sie noch mehr als zuvor, denn er wußte nun, dass auch er geliebt war und dass sie entschlossen sei, bei ihm zu bleiben und ihr Kind zu erziehen. Gülnar ließ dann Tische mit allerlei Gerichten auftragen, deren Bereitung sie selbst des Morgens beaufsichtigt hatte, und aß mit ihrer Familie. Als man endlich auch Früchte und Süßigkeiten brachte, sagten sie zu Gülnar, »Dein Herr, den du so sehr preisest und mit dessen Speisen du uns bewirtest, ist uns fremd. Wir sind ohne seine Erlaubnis hierher gekommen. Wir haben ihn noch nicht gesehen.
Er hat sich noch nicht gezeigt, hat auch nicht mit uns gegessen, so dass wir ein Zeichen seiner Freundschaft hätten. Sie aßen nun auch nicht weiter, gerieten in Zorn und Feuer sprühte aus ihrem Munde. Als der König dies bemerkte, war er außer sich vor Furcht. Aber Gülnar erhob sich, beruhigte ihre Leute, ging in das Kabinett, in welchem der König war, und fragte ihn, ob er gehört, was zwischen ihr und den ihrigen gesprochen worden. Der König antwortete: »Ich habe alles gehört und mich von deiner Liebe zu mir überzeugt. Gott lohne es dir.« Gülnar versetzte: »O mein Herr, Gutes kann nur mit Gutem vergolten werden. Du hast mich mit so großer Gnade überschüttet und so sehr ausgezeichnet, dass ich mich nicht mehr von dir trennen kann. Willst du nun aber deine Güte vollenden, so komme mit mir und begrüße meine Familie, die dich infolge meiner Schilderung deiner Wohltaten gegen mich liebt und sich mit dir befreunden möchte, ehe sie in ihre Heimat zurückkehrt.« Der König sagte: »Recht gern, es war schon mein eigener Wunsch.« Er erhob sich alsbald und begrüßte sie in schönster Weise. Sie aber erhoben sich und kamen ihm freundlichst entgegen, und er setzte sich zu ihnen und aß mit ihnen. Sie lebten nun 30 Tage zusammen. Dann wollten die Verwandten Gülnars wieder in ihre Heimat zurückreisen, und sie verabschiedeten sich bei ihr und bei dem König, der ihnen mit großer Ehrerbietung begegnet war. Bald nachher gebar Gülnar einen Knaben, wie der Vollmond. Der König, der bisher kinderlos war, geriet außer sich vor Freude. Es wurden 7 Tage lang Freudenfeste gefeiert, und die Stadt wurde geschmückt. Am 7. Tag kamen auch Gülnars Bruder und Mutter wieder an. Der König freute sich darüber und sagte, er habe dem Knaben noch keinen Namen gegeben. Sie möchten es nach ihrer besseren Einsicht tun, und sie nannten ihn Bedr Basim. Sein Oheim Sali setzte den Jungen dann auf seine Hand, trug ihn im Schloss hin und her, verließ dann das Schloss und stieg mit ihm ins Meer, so dass er bald vor den Augen des Königs verschwand. Dieser weinte und jammerte und hielt sein Kind für verloren. Aber Gülnar sagte ihm: »Fürchte nichts und betrübe dich nicht wegen des Knaben, der mir noch teurer ist als dir. Er ist ja bei meinem Bruder, der sich um dies, was er wenig kümmert, und wohl weiß, dass der Knabe nicht ertrinkt, sonst hätte er ihn nicht mitgenommen. Du wirst sehen, wie er ihn ja bald unversehrt wiederbringt, so Gott will.« In der Tat fing das Meer nach einer Weile an zu toben. Dann spaltete es sich, und Sali flog mit dem jungen Prinzen heraus und sagte zum König: »Du warst wohl in Sorge wegen deines Kindes.« Der König antwortete: »Allerdings, mein Herr, ich habe nicht geglaubt, dass es davon kommen werde.« Hierauf versetzte Sali: »Wir haben es mit einer uns bekannten Farbe gefärbt und Namen über es gelesen, die sich auf dem Siegelring Salomos befinden, wie wir es bei unseren Kindern zu tun pflegen, um es vor den Ertrinkenden zu bewahren. Wir können daher auch im Meer umhergehen, wie ihr auf dem Lande.« Er zog dann ein beschriebenes und versiegeltes Futteral heraus. Er brach das Siegel, leerte das Futteral, und es kam ein Geschmeide von Hyazinthen und allerlei Edelsteinen hervor und 300 längliche Smaragde und 300 große Diamanten wie Straußeier, deren Lichtstrahlen stärker als die des Mondes und der Sonne waren. Als alles ausgebreitet war, sagte er zum König: »Ein Teil dieser Edelsteine ist ein Geschenk für deinen Sohn und ein anderer für dich, denn wir konnten dich bisher nicht beschenken, weil wir Gülnars Aufenthalt nicht kannten. Da wir aber nun eine Familie bilden, so werden wir dir, so Gott will, in kurzen Zwischenräumen ähnliche Geschenke bringen, denn bei uns gibt es mehr Hyazinthe und andere Edelsteine als auf dem Lande Kies. Wir kennen die Fundgruben und bewachen sie und nehmen sie ohne Mühe.« Der König geriet außer sich vor Erstaunen über diese Edelsteine und rief: »Bei Gott, ein einziger solcher Stein wiegt meinen ganzen Besitz auf.« Er dankte dann Sali und sagte zu Gülnar: »Ich bin ganz beschämt durch diese kostbaren Geschenke deines Bruders, dergleichen sich auf der ganzen Erde nicht wiederfinden.« Auch Gülnar dankte ihrem Bruder. Dieser sagte aber zum König: »Wir sind dir Dank schuldig, denn wir haben deine Gastfreundschaft genossen, und du hast unserer Schwester viel Gutes erwiesen.« Ein Dichter hat gesagt: »Hätte ich aus Liebe zu Sudar vor ihr geweint, so hätte ich mein Herz erleichtert, ehe Reue kam.
aber sie hat vor mir geweint und ihre Tränen haben die meinigen hervorgerufen. Da dachte ich, das Verdienst gehört dem Vorangehenden. Er fuhr dann fort, »O König der Zeit, wenn wir 1000 Jahre in deinem Dienste bleiben, so könnten wir dir nicht alles vergelten, wie du es verdienst.« Der König dankte ihm und behielt ihn noch 40 Tage mit seiner Mutter bei sich. Dann bat Salih um die Erlaubnis, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Nun sagte er, »Obgleich wir dir und unserer Schwester und unseren Neffen stets ergeben bleiben und uns ungern von euch trennen, sind wir doch zu sehr an das Meer gewohnt, um länger auf dem Lande zu leben.« Sie nahmen dann unter Tränen Abschied und versprachen, bald und oft wiederzukehren, und tauchten im Meer unter. Der König fuhr fort, Gülnar zu verehren. Der Knabe wuchs herrlich heran, und ihre Verwandten besuchten sie häufig und brachten 1 oder 2 Monate bei ihnen zu. Als Peter Basim 15 Jahre alt war, war er sowohl durch seine schöne Körperbildung als durch seine literarischen Kenntnisse und seine Gewandtheit im Schießen und Lanzenwerfen und anderen ritterlichen Künsten, in welchen Prinzen sich üben, vollkommen ausgezeichnet. Die ganze Stadt, Männer und Frauen, wussten von ihm zu erzählen, und die Liebe des Königs zu ihm kannte kein Maß. Er ließ daher auch nach einiger Zeit den Wesir, die Emire, die hohen Beamten und die Vornehmen des Reiches versammeln und forderte sie auf, seinem Sohn als Sultan zu huldigen. Sie taten dies gern, denn er war als rechtliebender, das allgemeine wohlfördernder und beredter junger Mann bekannt. Am folgenden Tag ritten sie miteinander an der Spitze der Truppen mit allen Großen des Reiches durch die Hauptstadt, und als sie wieder in die Nähe des königlichen Palastes kamen, stieg der König ab, und er, sowohl als die Emire und die Spitzen des Reiches, gingen zu Fuß und trugen abwechselnd die königliche Decke vor Peter Basim her, während dieser erst am Eingang des Palastes abstieg, wobei ihm sein Vater und die Emire wie Diener beistanden. Er setzte sich dann auf den Thron, und sein Vater stand wie ein Emir vor ihm, sprach Recht, entsetzte Übeltäter und ernannte rechtliche Männer an ihre Stelle und beschäftigte sich bis Mittag mit Regierungsangelegenheiten. Dann erhob er sich vom Thron und begab sich mit der Krone auf dem Haupt zu seiner Gattin und zu seiner Mutter, die ihn küßte und beglückwünschte und ihm langes Leben und Sieg über seine Feinde wünschte. Er ruhte dann aus bis zur Asserstunde. Dann begab er sich mit den Emiren auf die Rennbahn zum Ballspiel und verweilte hier bis abends und kehrte wieder in sein Schloss zurück. So lebte er ein ganzes Jahr fort und verschaffte dem Armen wie den Reichen sein Recht. Nach einem Jahr ging er auf die Jagd, machte eine Rundreise durch die Provinzen seines Reiches, gewährte jedem Ruhe und Sicherheit und gab seltene Beweise von Tapferkeit und ritterlicher Gewandtheit. Nach einiger Zeit fühlte der alte König, dass die Zeit seines Überganges in ein ewiges Leben nahe. Er wurde krank, und als seine letzte Stunde herankam, ließ er seinen Sohn rufen, empfahl ihm seine Mutter und sein Reich, ließ ihm nochmals Treue schwören und verschied nach wenigen Tagen. Peter Basim, Gülnar und alle Wesire, Emire und Großen des Reiches betrauerten und bestatteten ihn und ließen ihm ein Grabmal bauen. Die Trauerfeindlichkeiten dauerten einen ganzen Monat. Auch die Verwandten Gülnars kamen, um den König zu trösten. Sie sagten, »Der König ist tot, aber er hat einen tüchtigen Sohn hinterlassen, der ein reißender Löwe und ein leuchtender Mond ist. Wer einen solchen Sohn hinterlässt, ist nicht tot.« Nach einiger Zeit kamen die hohen Beamten und die Vornehmen des Reiches zum König und sagten ihm, allzu lange Trauer zieme nur Frauen. Er möge daher nicht länger sich mit dem Tode seines Vaters beschäftigen, der doch in ihm fortlebe. Er ließ sich endlich ins Bad führen, zog ein prachtvolles, golddurchwirktes und mit Hyazinthen und anderen Edelsteinen geschmücktes Kleid an, setzte die königliche Krone auf sein Haupt, bestieg den Thron, beschäftigte sich wieder mit öffentlichen Angelegenheiten, verschaffte dem Schwachen und Armen sein Recht gegen Starke und Reiche, so dass er allgemein beliebt wurde.
So lebte er ein ganzes Jahr in ungetrübter Freude und wurde häufig von seinen Verwandten vom Meer besucht. Einst kam sein Oheim in der Nacht zu seiner Mutter Gülnar, und nachdem sie sich begrüßt und umarmt hatten, aßen sie miteinander und unterhielten sich von Peter Basim und seiner Schönheit und seiner Gerechtigkeitsliebe und seinen ritterlichen Tugenden. Dieser lag angelehnt da, und als er merkte, dass er der Gegenstand der Unterhaltung geworden, stellte er sich schlafend, um sie zu belauschen. Sali sagte zu seiner Schwester: »Dein Sohn ist nun 16 Jahre alt und noch unverheiratet. Ich fürchte, es möchte ihm etwas zustoßen und er kinderlos sterben. Darum wünschte ich, ihn mit einer Prinzessin vom Meer zu vermählen, die ihm an Schönheit und Liebenswürdigkeit gleicht.« Gülnar sagte: »Nenne sie mir, ich kenne sie ja alle.« Da nannte er eine nach der anderen, aber keine war nach Gülnars Geschmack. Sie sagte: »Mein Sohn muss eine Prinzessin heiraten, die ihm ähnlich ist an Schönheit, Liebenswürdigkeit, Freigebigkeit, Verstand, Glauben, Bildung, Edelmut, Macht und Abkunft.« Sali versetzte: »Ich habe dir nun über 100 Prinzessinnen hergezählt, und keine gefällt dir. Nun weiß ich keine mehr. Doch sieh, ob dein Sohn schläft.« Sie erwiderte: »Er schläft. Was willst du damit?« Sali antwortete: »Mir fehlen eben noch eine Prinzessin ein, die sich für deinen Sohn eignet. Ich möchte aber nicht davon sprechen, wenn dein Sohn wacht, denn er könnte sie lieben, wir aber sie nicht für ihn erlangen, und dann wären wir alle unglücklich. Denn ein Dichter hat gesagt: Die Liebe ist zuerst nur wie Speichel, wenn sie aber um sich greift, so wird sie ein weites Meer.« Gülnar fragte: »Wer ist diese Prinzessin? Ich kenne sie ja alle. Sagt sie mir zu, so halte ich bei ihrem Vater um sie an und müsste ich alles, was ich besitze, zum Opfer bringen.« »Fürchte nichts, mein Sohn schläft.« Sali wiederholte: »Ich fürchte, er möchte wachen, und ein Dichter hat gesagt, zuweilen liebt das Ohr noch vor dem Auge.« Gülnar versicherte ihrem Bruder nochmals, der König schlafe, und bat ihn, sich nun kurz zu fassen. Dann sagte er: »Bei Gott, keine andere als Jauhara, die Tochter des Königs Samandal, ist deines Tochters würdig. Sie gleicht ihm an Schönheit und Glanz und ist ebenso vollkommen wie er. Sie ist die zierlichste und angenehmste aller Mädchen vom Lande wie vom Meer. Sie hat ein schönes Gesicht mit roten Wangen, glänzender Stirn, großen schwarzen Augen, einen Mund wie ein Juwel. Sie hat starke Hüften, eine zarte Taille und ist vollkommen schön gewachsen. Ihre Blicke beschämen Gazellen, ihr Wiegen beim Gange Bannzweigen. Wenn sie erscheint, überstrahlt sie den Mond und fesselt alle Blicke. Ihre Küsse sind süß und ihre Bewegungen anmutig.« »Du sprichst wahr, mein Bruder«, sagte Gülnar. »Ich habe sie oft gesehen und war mit ihr befreundet, als wir noch Kinder waren, weiß aber nichts mehr von ihr, da wir schon 17 Jahre getrennt sind. Bei Gott, die ist meines Sohnes würdig.« Peter Basim, der sich immer schlafen stellte, hörte dieses ganze Gespräch und die Schilderung, die Sali von der Prinzessin Jauhara gemacht, mit an, und sie flößte ihm Liebe zu ihr ein, so dass bald eine Feuerflamme sein Herz erfüllte. Sali sagte ferner zu seiner Schwester: »Bei Gott, es gibt unter den Königen des Meeres und des Landes keinen, der so einfältig und zugleich so hart wäre wie Samandal. Drum teile deinem Sohn noch nichts von dieser Sache mit, sondern wirb um Jauhara für ihn. Willigt ihr Vater ein, so wollen wir Gott dafür danken. Weist er uns ab, so beruhigen wir uns und halten um eine andere für ihn an.« Gülnar stimmte darin mit ihrem Bruder überein, und sie sprachen nicht mehr weiter darüber. Peter Basim schwieg auch und brachte die Nacht auf glühenden Kohlen zu. Am folgenden Morgen ging er mit seinem Oheim ins Bad. Und als dieser nach der Mahlzeit sich verabschieden wollte, um wieder zu seiner Mutter zurückzukehren, bat ihn der König, noch einen Tag zu bleiben, was er auch zusagte. Er forderte ihn dann auf, mit ihm in den Garten zu gehen. Als sie eine Weile darin gelustwandelt waren, setzte sich der König unter einen schattigen Baum, um ein wenig zu schlafen. Aber er dachte fortwährend an Jauhara, welche sein Oheim so schön geschildert hatte. Er vergoß viele Tränen und rezitierte folgende Verse: »Sagt mir, während eine Feuerflamme in meinem Herzen brennt und meine Eingeweide verzehrt,
Ist dir ein Trunk Wasser lieber oder ihr Anblick? So antworte ich, lieber sie sehen. Er weinte, seufzte und jammerte dann wieder und sprach folgende Verse. Wer steht mir bei gegen den Druck einer Schwarzäugigen, mit einem Gesichte schöner als der Mond? Mein Herz war frei und ruhig und ist nun durch die Liebe zur Tochter des Königs Hamandal gefesselt. Als Sali dies hörte, schlug er die Hände übereinander und rief, es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist ein Gesandter Gottes. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Er sagte dann zu seinem Neffen, du hast wohl gehört, was ich mit deiner Mutter über Chauhara gesprochen. Als er dies bejahte und gestand, dass das, was er gehört, ihm eine unvertilgbare Liebe zu ihr eingeflößt, sagte jener, lass uns zu deiner Mutter gehen und ihr alles erzählen. Ich nehme dich dann mit mir und werbe für dich um Chauhara. Dann kehren wir wieder zu ihr zurück. Ich fürchte, dass, wenn wir ohne Abschied von ihr gehen, sie mir zürnen würde, und dies mit Recht, weil ich die Ursache ihrer Trennung von dir sein würde, wie ich auch die Veranlassung zu ihrer Trennung von uns war. Auch würde das Reich ohne Fürsten sein und könnte dir leicht entrissen werden. Der König weigerte sich aber, zu seiner Mutter zu gehen, weil er fürchtete, sie möchte sich seiner Abreise widersetzen, und bat seinen Oheim unter Tränen, ohne ihr Wissen mit ihm abzureisen. Sali wußte nicht, was er tun sollte. Als er jedoch den Zustand seines Neffen sah und ihn fest entschlossen fand, mit ihm zu gehen, ohne vorher seine Mutter davon in Kenntnis zu setzen, vertraute er auf Gottes Hilfe, zog einen Ring von seinem Finger, überreichte ihn seinem Neffen und sagte ihm, »Stecke diesen Ring an deinen Finger, er sichert dich vor dem Ertrinken, sowohl als vor den Seeungeheuern.« Als der König dies getan hatte, tauchten sie miteinander in das Meer und wandelten nach dem Schlosse Salis, in welchem seine Mutter und ihre Verwandten saßen. Nach gegenseitiger Begrüßung erkundigte sich die Alte nach dem Befinden Gülnars und fragte, warum ihr Sohn sie verlassen. Sali erzählte ihr alles, was vorgefallen, und sagte ihr, der König sei mit ihm gekommen, um sich um Chauhara zu bewerben. Die Alte erschrak und machte ihrem Sohn Vorwürfe darüber, dass er Chauhara vor seinem Neffen erwähnt. »Du weißt«, sagte sie, »dass der König Samandal ein einfältiger, gewalttätiger Fürst ist, dass sein Meer keinen Boden hat, dass er ein großer Tyrann ist, dass seine Tochter niemandem gönnt und schon viele königliche Bewerber als ihrer unwürdig abgewiesen hat. Er wird auch uns wie die anderen abweisen, und wir werden mit gebrochenem Herzen zurückkommen.« Darauf erwiderte Sali, »Was können wir tun? Der König liebt Chauhara, und wenn sie nicht seine Gattin wird, so wird ihn der Gram aufreiben. Darum bin ich entschlossen für ihn, um sie zu werben und nötigenfalls meinen ganzen Besitz zu opfern. Übrigens«, fuhr Sali fort, »ist mein Neffe schöner und liebenswürdiger als sie. Auch war sein Vater schon Herr über ganz Persien, und er ist sein Nachfolger, und so sind sie sich vollkommen ebenbürtig. Ich will nun Perlenschnüre, Hyazinthen und andere Edelsteine und sonstige Geschenke für ihren Vater mitnehmen, und wenn er wegen seiner königlichen Würde, seines großen Reiches und der Schönheit Chauharas mich abweisen will, so werde ich ihm sagen, Peter Basim ist schöner als Chauhara. Er ist König und Sohn eines Königs. Sein Land ist größer und seine Truppen sind zahlreicher als die seinigen. Ich werde diese Sache erledigen und müsste ich dabei zugrunde gehen. Denn da ich meinen Neffen in das Meer der Liebe geschleudert habe, muss ich auch alles aufbieten, um ihn mit seiner Geliebten zu vereinen. Gott, der Erhabene, wird mir beistehen.« Da sagte ihm seine Mutter, »Tu, was du willst. Hüte dich nur, derbe Worte an ihn zu richten. Du kennst ja seine Dummheit und seine Strenge. Er könnte dich leicht misshandeln, denn bei ihm gilt das Ansehen anderer nichts.« Sali versprach ihr zu gehorchen, nahm zwei lederne Taschen voll mit Perlenschnüren, Hyazinthen, Smaragden, Diamanten und anderen Edelsteinen und übergab sie seinen Dienern und begab sich mit ihnen zum König Samandal. Dieser nahm Sali mit Ehrerbietung auf, ließ ihn sitzen, begrüßte ihn und fragte ihn, welches Anliegen ihn nach so langer Abwesenheit zu ihm führe. Sali verbeugte sich und sprach, »O König der Zeit, mein Anliegen betrifft Gott und den großmütigen König, den tapferen Löwen, dessen Ruhm alle Karawanen verbreiten und dessen Gerechtigkeit, Milde und Freigebigkeit in allen Ländern bekannt ist.
Er öffnete dann die Taschen und breitete die Edelsteine vor dem König aus und bat ihn, durch Annahme dieser Geschenke sein Herz zu stärken. Samandal fragte, »Was bedeuten diese Reden und diese Geschenke? Teile mir dein Anliegen mit. Kann ich deinen Wünschen willfahren, so will ich es sogleich tun und dir keine lange Mühe verursachen. Wenn nicht, so bürdet Gott niemandem mehr auf, was er tragen kann.« Salih verbeugte sich dreimal und sagte, »O König der Zeit, was ich verlange, kannst du gewähren. Ich bin nicht so töricht, den König um etwas zu bitten, dessen Gewährung nicht in seiner Macht liegt. Denn ein Weiser hat gesagt, willst du nicht abgewiesen werden, so fordere nichts, was dir nicht gewährt werden kann.« Als hierauf Samandal ihn nochmals aufforderte, seine Bitte vorzutragen, sagte er, »O König der Zeit, ich bin gekommen, um die einzige Perle, um den verborgenen Edelstein, um die Prinzessin Jauhara, die Tochter unseres Herrn, zu werben. Versage mir meine Bitte nicht.« Samandal verfiel in so ein heftiges Spottgelächter, dass er auf den Rücken fiel und sagte, »O Salih, ich habe dich für einen vortrefflichen, verständigen Mann gehalten, der nur Richtiges und Vernünftiges spricht. Was ist deinem Verstand widerfahren, dass du zu solchen abenteuerlichen und gefährlichen Dingen dich herbeilässt? Hältst du dein Ansehen für groß genug, um die Tochter eines Königs, der Herr über so viele Länder ist, heiraten zu wollen? Hat dein Verstand so abgenommen, dass du solche Worte an mich zu richten wagst?« Salih erwiderte, »Gott erhöhe des Königs Wohl. Ich werbe nicht für mich, obgleich auch ich ihr ebenbürtig bin, denn ich bin ja auch ein König und Sohn eines Königs. Du weißt ja, dass mein Vater einer der Könige des Meeres war, wie du jetzt König bist. Indessen, ich werbe für Beder Bersim, den Herrn Persiens, Sohn des Königs Siaman. Du kennst ihn und seine Macht. Sein Reich ist so groß als das deinige. Er ist noch schöner als deine Tochter und vorzüglicher. Er ist der gerechteste und ausgezeichnetste Ritter seiner Zeit. Gewährst du mir meine Bitte, so tust du, was dir ziemt. Wenn aber dein Hochmut dich bewegt, mich abzuweisen, so bist du unbillig und wandelst nicht auf dem rechten Weg. Du weißt übrigens, dass die Prinzessin Jauhara heiraten muss, denn ein Weiser hat gesagt, für Mädchen gibt es nur die Ehe oder das Grab. Willst du sie aber verheiraten, so kannst du keinen würdigeren Mann für sie finden als meinen Neffen.« Als der König diese Worte hörte, geriet er in so heftigen Zorn, dass er ganz die Besinnung verlor und nahezu die Seele seinen Körper verließ. Er schrie Salih an, »Du Hund, wie wagst du es, so mit mir zu reden und meine Tochter in öffentlicher Versammlung zu erwähnen? Wie kannst du behaupten, dein Neffe sei ihr ebenbürtig? Wer bist du? Wer ist deine Schwester und wer ist ihr Sohn? War sein Vater mehr als ein Hund?« Er rief dann den Dienern zu, »Haut diesem Elenden den Kopf ab!« Die Diener zogen ihre Schwerter und wollten auf Salih eindringen. Dieser aber flüchtete sich nach dem Tor des Schlosses, vor welchem seine Verwandten, sein Gefolge und seine Diener standen, welche 1000 Reiter zählten, alle bepanzert und mit Schwert und Lanze bewaffnet, denn seine Mutter hatte sie ihm nachgeschickt, um ihm nötigenfalls beizustehen. Sobald diese von Salih das Vorgefallene hörten, stiegen sie ab, zogen ihr Schwert und drangen mit Salih in das Schloss gegen den König vor, der, einen solchen Anfall nicht ahnend, auf seinem Throne saß und dessen Diener auch nicht gerüstet waren. Als er daher beim Anblick der Eindringenden außer sich vor Zorn seinen Leuten zurief, diese Hunde zu enthaupten, ergriffen sie die Flucht und Salih ließ den König in Ketten legen. Jauhara, welche bei ihrem Erwachen hörte, dass ihr Vater gefangen und seine Leute getötet worden, verließ die Stadt, flüchtete sich auf eine Insel und verbarg sich auf einem hohen Baume. Auch Beder Bersim entfloh, als er von einem Diener hörte, dass im Schloss zwischen den Leuten Salis und denen des Königs Samandal gekämpft wurde, denn er sah ein, dass dieser Kampf um seinetwillen stattfand und fürchtete, man möchte nach ihm fahnden. Er wusste nicht, wohin sich wenden, aber die Bestimmung trieb ihn auf die Insel, nach welcher sich Jauhara gewendet, und er warf sich höchst bestürzt wie ein Betrunkener auf die Erde unter dem Baum, auf welchem Jauhara saß, um auszuruhen, denn er war ganz erschöpft. Er wusste nicht, dass, wer etwas sucht oder wer verfolgt wird, keine Ruhe findet, und hatte keine Ahnung von dem, was das geheime Schicksal ihm bestimmt hatte.
Als er so auf seinem Rücken hingestreckt lag und den Blick nach dem Baume warf, begegnete sein Auge dem Djauharas, die ihm wie der leuchtende Mond erschien. Er rief: »Gepriesen sei der allmächtige Schöpfer dieser wunderbaren Gestalt. Bei Gott, wenn ich mich nicht täusche, so ist dies Djauhara, die sich auch hierher geflüchtet hat, als sie von dem Gefecht im Schloss gehört. Und ist sie es nicht, so ist sie noch schöner als jene.« Nach einigem Nachdenken beschloss er, sie zu ergreifen, sie über ihren Zustand zu befragen und um sie zu werben. »Ist sie Djauhara selbst, so bin ich am Ziel.« Er erhob sich alsbald und rief ihr zu: »O du mein höchster Wunsch, wer bist du und wer hat dich hierher gebracht?« Djauhara warf einen Blick auf ihn herab und fand ihn gleich dem aus schwarzen Wolken hervorleuchtenden Mond mit hübschem Wuchs und freundlichem Lächeln. Sie sagte: »O du Liebenswürdiger, ich bin die Königin Djauhara, Tochter des Königs Samandal. Ich bin hierher geflohen, weil Sali mit seiner Schar mit meinem Vater gekämpft, seine Truppen geschlagen und ihn selbst gefangen genommen und gefesselt haben. Aus Furcht, auch erschlagen zu werden, habe ich mich hierher geflüchtet. Und ich weiß noch nicht, was aus meinem Vater geworden.« Als der König dies hörte, dachte er, sehr erstaunt über dieses wunderbare Zusammentreffen: »Ohne Zweifel geht mein Wunsch durch die Gefangenschaft ihres Vaters in Erfüllung.« Dann blickte er sie an und rief ihr zu: »Komm herab zu mir, o Herrin, ich bin ein Opfer der Liebe zu dir und ein Gefangener deiner Augen. Unsretwillen ist diese Unruhe und dieser Krieg entstanden. Wisse, ich bin der König Bedr-Basim von Persien. Sali, der bei deinem Vater um mich geworben ist, mein Oheim. Ich habe mein Königreich um deinetwillen verlassen und nun sind wir hier zusammengetroffen. Komm daher zu mir herab. Wir wollen miteinander in das Schloss deines Vaters gehen. Ich werde Sali bitten, ihn freizulassen und dich in gesetzlicher Weise heiraten.« Bei diesen Worten dachte Djauhara: »Diese Elende ist die Ursache alles Unglücks, der Gefangenschaft meines Vaters und des Todes seiner Kammerherren und Diener, sowie meiner Flucht nach dieser Insel. Wenn ich keine List gegen ihn gebrauche, wird er sich meiner bemächtigen und seinen Zweck erreichen, denn er ist verliebt und ein Liebender wird entschuldigt. Er mag tun, was er will.« Sie suchte ihn daher durch süße Worte zu täuschen, ohne dass er es ahnte, und sagte zu ihm: »Mein Herr, Licht meiner Augen, bist du der König Bedr-Basim, Sohn der Königin Gülnar?« Er antwortete: »Ja, meine Herrin.« »Nun«, fuhr sie fort, »möge Gott die Hand meines Vaters abschneiden, ihn seines Reiches berauben, sein Herz nicht stärken und es ihm nicht mehr heimlich werden lassen, wenn er einen anderen als einen so schönen und liebenswürdigen Mann wie du wünscht. Bei Gott, er hat wenig Verstand. Doch, o König der Zeit, strafe meinen Vater nicht. Wenn du mich eine Spanne groß liebst, so misst deine Liebe eine Elle. Ich bin in das Netz deiner Liebe gefallen und eines deiner Opfer geworden. Deine Liebe ist auf mich übertragen worden und meine Liebe ist doppelt so heftig als die deinige.« Sie stieg dann vom Baum herab, ging auf ihn zu, umarmte und küsste und drückte ihn. Dies vermehrte noch die Liebe Bedr-Basims zu ihr. Seine Leidenschaft wuchs, denn er glaubte, sie erwidere seine Liebe. Er umarmte sie daher, küsste sie und sagte zu ihr: »O Königin, bei Gott, mein Oheim hat von deiner Anmut nicht den 40. Teil geschildert und nicht den 4. Teil von einem Grad.« Hierauf drückte ihn Djauhara wieder an ihre Brust, murmelte einige unverständliche Worte, spie ihm ins Gesicht und sprach: »Verlasse deine Menschengestalt und nimm die eines der schönsten Vögel an, mit weißen Federn, rotem Schnabel und roten Füßen.« Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, als der König die Gestalt eines Vogels annahm, der sich schüttelte und auf seinen Füßen stehend nach Djauhara hinblickte. Bei dieser war ein Mädchen, welches Mersina hieß. Djauhara sagte ihr: »Bei Gott, wäre mein Vater nicht Gefangener seines Oheims, so hätte ich ihn getötet. Aber Gott strafe ihn, dass er so viel Unheil über uns gebracht. Doch nun, gutes Mädchen, nimm ihn und trage ihn auf die wasserlose Insel und lasse ihn dort, dass er vor Durst umkomme.« Das Mädchen nahm ihn und brachte ihn nach dieser Insel. Als sie aber wieder zurückkehren wollte, dachte sie: »Bei Gott, dieser schöne und liebenswürdige Mann verdient nicht zu verdursten.«
Sie trug ihn daher von der wasserlosen Insel weg auf eine andere, welche reich an Bäumen, Früchten und Bächen war. Der Prinzessin sagte sie aber, sie habe ihn auf der wasserlosen Insel gelassen. So viel, was Peter Basim angeht. Was aber seinen Oheim Sali betrifft, so hatte dieser nach der Verhaftung des Königs Jauhara aufgesucht und war, als er sie nirgends fand, wieder zu seiner Mutter zurückgekehrt und hatte sie nach seinem Neffen gefragt. Seine Mutter sagte ihm, sie habe keine Kenntnis von seinem Aufenthalt und wisse nur, dass er, als er von dem Kampf zwischen ihren Leuten und Samandal gehört, aus Angst die Flucht ergriffen habe. Als Sali dies hörte, wurde er sehr traurig, denn das Schicksal Bedr Basims machte ihm Sorge. Er fürchtete, er möchte durch die Leute Samandals umkommen oder durch Jauhara. Auch fürchtete er Schlimmes für sich von Gülnar, weil er ihren Sohn ohne ihre Erlaubnis mitgenommen. Er sandte daher seine Leute nach dem Meer und nach anderen Richtungen, um seinen Neffen aufzusuchen. Aber sie kamen zurück, ohne eine Spur von ihm entdeckt zu haben, was den Kummer Salis noch vermehrte. Gülnar hatte inzwischen eine Anzahl Tage ihren mit Sali weggegangenen Sohn zurückerwartet. Als er immer nicht kam, stieg sie ins Meer und begab sich zu ihrer Mutter und erkundigte sich bei ihr nach demselben. Die Alte erzählte ihr, wie er mit Sali zum König Samandal gegangen, der trotz der ihm überreichten Geschenke ihre Werbung mit harten Worten zurückwies, wie sie ihnen dann 1000 Mann geschickt, von welchen der König Samandal geschlagen wurde, wie hierauf Bedr Basim, wahrscheinlich aus Furcht, entflohen und seit der Zeit verschwunden sei. Gülnar erkundigte sich sodann nach ihrem Bruder Sali. Und ihre Mutter sagte ihr, er habe Samandals Thron eingenommen und nach allen Seiten Leute ausgeschickt, um Bedr Basim und Jauhara aufzusuchen. Gülnar war sehr betrübt und zürnte ihrem Bruder, dass er mit ihrem Sohn ohne ihr Wissen ins Meer gestiegen. Dann sagte sie zu ihrer Mutter, »Da ich von zu Hause abgereist bin, ohne jemandem etwas davon zu sagen, so fürchte ich, wir könnten bei einer längeren Abwesenheit unser Reich verlieren. Darum will ich heimkehren und die Regierungsangelegenheiten besorgen, bis Gott alles ordnen wird. Versäumt ihr inzwischen nichts, um meinen Sohn zu retten, denn sein Tod wird auch der meinige sein. Ich sehe die Welt nur in ihm, und er ist die einzige Freude meines Lebens.« Nachdem sie ihr die Versicherung gegeben, dass auch ihnen seine Abwesenheit großen Schmerz bereite und sie nochmals Leute ausgeschickt hatten, um ihn auszukundschaften, kehrte Gülnar mit betrübtem Herzen und weinenden Augen in ihr Reich zurück. Bedr Basim, der, wie oben erwähnt, in der Gestalt eines Vogels auf einer Insel gelassen wurde, wusste nicht, wohin sich wenden. Nachdem er manche Tage und Nächte, von Früchten sich nährend, hier zugebracht hatte, kam ein Jäger aus der Stadt, der von der Jagd lebte, auf die Insel. Als er den König in der Gestalt eines Vogels mit weißem Kopf und rotem Schnabel und roten Füßen sah, gefiel er ihm so sehr, dass er sein Netz nach ihm auswarf und ihn fing und nach der Hauptstadt brachte, um ihn zu verkaufen. Ein Bewohner der Stadt, der ihm begegnete, fragte nach dem Preis des Vogels. Der Jäger fragte ihn, was er damit tun wolle. Als jener antwortete, ihn schlachten und essen, sagte der Jäger, »Mir kann es über sein Herz bringen, einen solchen Vogel zu schlachten und zu essen.« »Nun«, versetzte jener, »wozu soll ihn denn sonst jemand kaufen, du Tor?« Da sagte der Jäger, »Ich werde ihn dem König schenken. Der wird Wohlgefallen daran finden und mir ihn über seinen Wert bezahlen, denn ich bin ein Jäger und habe in meinem Leben keinen so schönen Vogel gesehen. Du aber wirst mir höchstens einen Drachmen dafür geben. Bei Gott, ich verkaufe ihn nicht.« Der Jäger trug hierauf den Vogel in den königlichen Palast, und er gefiel dem König so gut, dass er einen Diener schickte, um ihn zu kaufen. Der Jäger sagte, »Ich mache ihn dem König zum Geschenk.« Der König nahm den Vogel und ließ dem Jäger 10 Dinare geben, welcher, die Erde küssend, sich wieder entfernte. Der Vogel wurde in einem schönen Käfig im königlichen Palaste aufgehängt, und man gab ihm zu essen und zu trinken. Dem König gefiel der Vogel sehr gut. Er ließ den Käfig vor sich hinstellen, bemerkte aber, dass der Vogel das Futter nicht berührt hatte, und er sagte, »Bei Gott, ich möchte wissen, was wohl dieser Vogel frisst.«
Er ließ daher einen Tisch mit Speisen vortragen, aß selbst davon und siehe da, der Vogel aß auch Fleisch, Gemüse, Süßigkeiten und Früchte, worüber der König sowohl als alle Anwesenden nicht wenig erstaunten. »In meinem Leben«, sagte der König zu seiner Umgebung, »habe ich keinen Vogel gesehen, der von solchen Speisen sich nährt.« Und er ließ seine Gemahlin rufen, damit sie sich auch an diesem Tier ergötze. Als man der Königin dies meldete, kam sie herbei. Sobald sie aber den Vogel näher betrachtete, bedeckte sie ihr Gesicht und wollte zurückgehen. Der König fragte sie, warum sie ihr Gesicht bedecke und sich abwende, da doch nur ihre Diener und Sklavinnen anwesend wären. Sie antwortete, »Dies ist kein Vogel, sondern ein Mensch wie du.« »Du lügst oder scherzest mit mir«, sagte der König. Hierauf versetzte die Königin, »Bei Gott, ich sage die Wahrheit und ich scherze nicht. Dieser Vogel ist der König Bedr Basim, Sohn Gülnas und König von Persien, welchen Chauhara, die Tochter des Königs Samandal, verzaubert hat, weil sein Oheim Sali um sie für ihn geworben und ihn besiegt und gefangen genommen hat.« Die Königin war nämlich die größte Zauberin ihrer Zeit. Der König war sehr erstaunt über ihre Worte und beschwor sie, den Zauber zu lösen und Bedr Basim nicht länger in dieser peinlichen Lage zu lassen. »Möge Gott«, rief er, »die Hand dieser elenden Gottlosen abschneiden, die voller List und Trug ist.« Der König ließ den Vogel in die Schatzkammer bringen. Die Königin verschleierte sich dann, warf ihr Obertuch um, ging auch mit einer Tasse Wasser in die Schatzkammer, murmelte einige unverständliche Worte darüber, bespritzte ihn damit und sagte, »Bei diesen heiligen Namen und edlen Beschwörungen, bei dem erhabenen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Toten belebt und die Lebenden tötet, der des Menschen Lebensziel und Unterhalt bestimmt, verlasse diese Gestalt und nimm wieder die an, in welcher dich Gott geschaffen.« Kaum hatte sie diese Worte vollendet, so schüttelte sich der Vogel und wurde wieder Mensch. Der König sah den schönsten Mann auf Erden vor sich, und Bedr Basim rief, »Es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist ein Gesandter Gottes. Gepriesen sei der Schöpfer, der aller Geschöpfe Lebensdauer und Unterhalt bestimmt.« Er küßte dann die Hände des Königs und dankte ihm. Dieser küßte Bedr Basims Hände und ließ sich von ihm seine ganze Geschichte erzählen. Und als er sie bis zu Ende mit großem Erstaunen angehört hatte, fragte er ihn, was er nun zu tun beabsichtige. Er antwortete, »Da ich schon lange von meiner Heimat fern bin und fürchte, ich möchte um mein Reich kommen und meine Mutter vor Gram über die Trennung von mir und die Ungewissheit über mein Schicksal gestorben sein, so bitte ich den König, seine Güte gegen mich noch zu vollenden und mich auf einen mit allem Nötigen versehenen Schiff in meine Heimat bringen zu lassen.« Dem König gefiel Bedr Basims Anmut und Beredsamkeit so sehr, dass er ihm seinen Wunsch gewährte und alsbald ein Schiff für ihn ausrüsten ließ und ihm auch eine Anzahl von seinen Dienern mitgab. Bedr Basim nahm Abschied, bestieg das Schiff und hatte 10 Tage lang günstigen Wind. Am 11. aber wurde das Meer so stürmisch, dass das Schiff von den Wellen hin und her geschoben wurde und die Matrosen es ihrem Spiel überlassen mussten, und es wurde gegen einen Felsen getrieben, an dem es zerschellte. Die ganze Mannschaft ertrank. Nur Bedr Basim rettete sich auf einen Balken, der 3 Tage lang vom Winde herumgetrieben, am 4. aber an das Ufer geschleudert wurde. Bedr Basim erblickte eine weiße Stadt, sehr schön gebaut, mit hohen Pfeilern und Mauern, welche das Meer bespülte. Er freute sich sehr darüber, denn er war nahe daran, vor Hunger und Durst umzukommen. Als er aber ans Land steigen wollte, kamen ihm Maulesel, Esel und Pferde wie der Sand des Meeres entgegen, die ihn schlugen und nicht nach der Stadt gehen ließen. Er schwamm daher um die Stadt herum und stieg hier ans Land, war aber sehr erstaunt, als er keine Menschen fand und dachte, »Wem mag wohl diese Stadt gehören und diese Tiere, die mich nicht in die Stadt ließen?« Während er in Gedanken vertieft vorwärts ging, ohne zu wissen, wohin, sah er auf einmal einen alten Gemüsehändler vor sich, den er begrüßte. Der Alte erwiderte seinen Gruß, und da er einen hübschen jungen Mann vor sich sah, fragte er ihn, wo er herkomme und was ihn in diese Stadt führe. Bedr Basim erzählte ihm seine ganze Geschichte, und der Alte fragte wieder, ganz erstaunt, ob er auf seinem Weg niemandem begegnet sei.
Und als Peter Basim diese Frage verneinte und seine Verwunderung darüber aussprach, dass er diese Stadt so menschenleer finde, sagte der Alte: »Geh mit mir in meinen Laden, sonst gehst du zugrunde.« Er brachte ihm dann etwas zu essen, führte ihn in das Innere des Ladens und dankte Gott, der ihn aus der Gewalt dieser Teufelin befreit. Peter Basim fürchtete sich sehr, und nachdem er etwas gegessen und seine Hände gewaschen hatte, sagte er dem Alten: »Du hast mir große Furcht eingeflößt vor dieser Stadt und ihren Bewohnern«, und bat ihn, sich deutlicher auszusprechen. Da sagte der Alte: »Nun wisse, mein Sohn, diese Stadt ist eine Zauberstadt. Die Königin, welche schön wie der Vollmond ist, ist auch die gewandteste und listigste Zauberin der Welt. Was du für Esel, Maulesel und Pferd gehalten hast, sind verzauberte Menschen wie wir. Es sind Fremde, die hierher gekommen sind, an welchen diese ungläubige Zauberin 40 Tage sich ergötzt und die sie dann verzaubert hat. So verfährt sie mit allen jungen Männern, die in die Stadt kommen. Darum haben diese vermeintlichen Tiere dir zu verstehen gegeben, dass du hier nicht ans Land steigen sollst, denn sie bemitleideten dich und fürchteten, diese Verruchte möchte mit dir wie mit ihnen verfahren. Sie heißt Lab, das heißt Berechnung der Sonne.« Als Peter Basim dies hörte, zitterte er vor Furcht wie ein von Winde bewegtes Rohr und sagte: »Kaum glaubte ich mich von dem ersten Elend befreit, in das mich eine Zauberin gestürzt, so treibt mich das Schicksal nach einem noch abscheulicheren Ort.« Als der Alte ihn so ängstlich sah, sagte er zu ihm: »Setze dich an die Schwelle des Ladens und zieh dir diese Leute und ihre Farbe und ihre Tracht an und fürchte nichts, denn die Königin und alle Bewohner der Stadt lieben und achten mich und betrüben mich nicht.« Peter Basim tat dies und sah unzählbare Menschen vorübergehen, und einige sagten zu dem Alten: »Ist dies dein Gefangener und deine heutige Jagd?« Er aber antwortete: »Er ist mein Neffe, den ich aus Liebe zu ihm nach dem Tod seines Vaters zu mir kommen ließ.« Die Leute sagten: »Er ist ein hübscher Mann, wir fürchten, die Königin Lab möchte ihn zu sich nehmen.« Der Alte antwortete: »Die Königin liebt und ehrt mich. Sie wird ihm nichts zuleid tun, wenn sie weiß, dass er mein Neffe ist.« Peter Basim brachte einen ganzen Monat bei dem Gemüsehändler zu, der ihn liebte und gut bewirtete. Eines Tages, als er wie gewöhnlich vor dem Laden saß, kamen 1000 Diener vorbei mit vergoldeten, gezogenen Schwertern. Sie trugen kostbare Kleider und Gürtel mit Edelsteinen besetzt, ritten auf arabischen Pferden und grüßten den Alten. Ihnen folgten 1000 Mamelucken mit entblößten Schwertern, die gleichfalls den Alten grüßten. Dann kamen 1000 Mädchen wie der Mond, die verschiedenfarbige seidene Atlaskleider trugen, welche mit Gold durchwirkt und mit Edelsteinen und Hyazinthen geschmückt waren. Sie waren mit Lanzen bewaffnet, und in ihrer Mitte ritt ein Mädchen auf einem arabischen Pferd, mit goldenem, juwelenbesetzten Sattel. Auch sie grüßten, als sie den Laden des Alten sich näherten, und zogen vorüber. Dann kam mit glänzendem Gefolge die Königin Lab und ging auf den Laden zu, vor welchem Peter Basim saß. Sie fand ihn schön und anmutig, dass sie ganz außer sich vor Liebe geriet und alsbald abstieg und den Alten fragte, woher er diesen hübschen Jüngling habe. Er sagte auch ihr, er sei sein Neffe. Da bat sie ihm, ihn zu gestatten, dass er die Nacht bei ihr zubringe. Der Alte ließ sie schwören, dass sie ihm nichts zuleid tun und ihn nicht verzaubern werde. Sie schwor und ließ ihm ein schönes Pferd mit goldenem Zaum und Sattel vorführen, schenkte dem Alten 1000 Dinare und sagte ihm: »Hilf mir damit.« Dann ritt sie an der Seite Peter Basims nach dem Schlosse, und alle Leute bemitleideten ihn und sagten: »Bei Gott, dieser schöne Jüngling verdient nicht, dass ihn diese Verruchte bezaubere.« Peter Basim hörte diese Worte und ergab sich in den Willen Gottes. Als sie vor das Tor des Palastes kamen, entließ die Königin alle Emire und Vornehmen des Reiches, sobald sie abgestiegen waren, und begab sich mit ihren Dienern und Sklavinnen in den Palast, dessen Mauern von Gold waren und in dessen Mitte ein Garten mit einem wasserreichen Teich war. In diesem Garten waren Vögel, welche alle Sprachen zwitscherten, die einen in heiteren, die anderen in melancholischen Tönen. Auch hatten sie allerlei Gestalt und Farbe. Als der König diese königliche Pracht sah, rief er:
Gepriesen sei Allah, dessen Güte und Milde auch den so beschenkt, der etwas außer ihm anbetet. Die Königin ließ sich auf einem Sofa von Elfenbein mit hohen Matratzen an einem Gitter nieder, von welchem man Aussicht in den Garten hat. Der König setzte sich neben sie und sie küßte und drückte ihn. Sie ließ dann einen goldenen, mit Perlen und Edelsteinen beschlagenen Tisch vortragen, auf welchem allerlei Speisen standen. Sie aßen, bis sie satt waren, und wuschen sich die Hände. Dann wurden silberne, goldene und kristallene Trinkgefäße gebracht und allerlei Blumen und trockene Früchte aufgestellt. Auch kamen 10 schöne Mädchen herein, welche allerlei Instrumente trugen. Die Königin füllte einen Becher mit Wein, trank ihn aus, schenkte wieder ein und reichte ihm Bitterbasin. So tranken sie miteinander fort, bis sie genug hatten. Dann sangen die Mädchen, auf Befehl der Königin, allerlei Melodien, und Bitterbasim glaubte, der ganze Palast tanze vor Entzücken mit ihm herum. Sein Verstand war gefesselt, seine Brust dehnte sich aus. Er vergaß, dass er in der Fremde war und dachte, diese Königin ist eine schöne Frau. Ich werde mich nie wieder von ihr trennen. Ihr Reich ist größer als das meinige, und sie ist noch schöner als Jauhara. Als es Abend wurde, wurden Lampen und Wachskerzen angezündet und der Saal mit allerlei Räucherwerk angefüllt. Und sie tranken wieder, beim Gesang der Mädchen, bis sie vom Wein erhitzt waren. Die Königin entließ dann die Mädchen und schlief an der Seite Bitterbasims bis zum Morgen. Als sie erwachten, ging sie ins Bad. Dann wurde wieder wie am vorhergehenden Tage gegessen, getrunken und gesungen, und so ging es 40 Tage lang fort. Da fragte ihn die Königin, »Gefällt es dir hier besser oder im Laden deines Onkels?« Er antwortete, »Bei Gott, hier ist es schöner. Mein Onkel ist ja nur ein Bettler, der Grünes verkauft.« Die Königin lachte und legte sich wieder nieder, und Bitterbasim schlief an ihrer Seite. Als er aber des Morgens erwachte, war die Königin nicht mehr neben ihm. Er wartete eine Weile, und als sie nicht kam, wurde es ihm unheimlich. Er zog sich an, suchte sie, fand sie aber nirgends. Er dachte, sie ist vielleicht in den Garten gegangen und eilte dahin. Da sah er am Ufer eines fließenden Baches einen Baum, auf welchem Vögel von verschiedenen Farben saßen, und er bemerkte, ohne von den Vögeln gesehen zu werden, wie ein schwarzer Vogel einen weißen wie eine Taube mit dem Schnabel fütterte und liebkoste. Und nach einer Weile verwandelte sich der weiße Vogel in die Königin Lab. Bitterbasim schloss daraus, dass auch der schwarze Vogel ein verzauberter Mensch sei, welchen die Königin liebte, und er wurde eifersüchtig und aufgebracht gegen sie. Er kehrte dann wieder auf sein Lager zurück, und als bald darauf die Königin kam und ihn küßte und mit ihm scherzte, sprach er, vor Erbitterung über sie, kein Wort mit ihr. Sie merkte bald, was in ihm vorging, und zweifelte nicht daran, dass er sie bei ihrem Verfahren mit dem schwarzen Vogel beobachtet habe. Sie äußerte sich jedoch nicht darüber, und als er sie bat, ihm zu gestatten, seinen Oheim zu besuchen, den er in 40 Tagen nicht gesehen, sagte sie, »Geh, komm aber bald wieder, denn ich halte es keine Stunde ohne dich aus.« Bitterbasim ritt nach dem Laden des Gemüsehändlers, der ihn freundlich bewillkommnete und umarmte, und fragte, wie es bei dieser Ungläubigen gehe. Er erzählte ihm, dass es ihm bisher gut gegangen, fügte aber hinzu, was sich diesen Morgen zugetragen hatte. Der Alte sagte hierauf, »Nimm dich in Acht vor ihr, denn alle Vögel, die du auf den Bäumen gesehen, sind ehemalige Liebhaber von ihr, die sie verzaubert hat. Der schwarze Vogel, den du gesehen, war einer ihrer Mamelucken, den sie leidenschaftlich liebte und den sie verzaubert hat, weil er seinen Blick auf eine Sklavin geworfen. Doch sehnt sie sich noch oft nach ihm und nimmt dann selbst die Gestalt eines Vogels an, um sich mit ihm zu unterhalten. Da sie nun weiß«, fuhr der Alte fort, »dass dieses Verhältnis dir kein Geheimnis mehr ist, so ist sie dir auch nicht mehr gut. Doch fürchte nicht, solange ich hinter dir stehe, denn ich bin ein Gläubiger und heiße Abd Allah, Diener Gottes, und bin Meister in der Zauberkunst. Mache aber nur zur Zeit der Not Gebrauch davon. Habe aber auch schon viele Leute vor dem Zauber dieser Verruchten bewahrt, denn sie vermag nichts gegen mich und fürchtet sich sehr vor mir,
ebenso alle Bewohner dieser Stadt, die, wie sie selbst, statt des allmächtigen Herrn das Feuer anbeten. Komme morgen zu mir und sage mir, was sie gegen dich vornehmen will, denn sie geht gewiss damit um, dich zu verderben. Ich werde dir aber Mittel angeben, ihr Vorhaben zu vereiteln. Peter Basim kehrte hierauf wieder zur Königin Lab zurück, die vor ihm aufstand und ihn willkommen hieß und Speisen und Getränke auftragen ließ. Nachdem sie bis Mitternacht miteinander getrunken hatten und Peter Basim von Wein erhitzt war, beschwor sie ihn bei seinem Gott, eine Frage, die sie an ihn richten wolle, in Wahrheit zu beantworten. Als er dies versprach, denn er war kaum mehr bei Sinnen, fragte sie ihn, ob er nicht diesen Morgen, als er sie gesucht, bemerkt habe, wie sie in Gestalt eines weißen Vogels mit einem Schwarzen gescherzt habe, der ein verzaubernder Mameluk ist, und ob er nicht deshalb ihr zürne. »Was mich betrifft«, fügte sie hinzu, »so schwöre ich bei dem Feuer, bei dem Schatten und bei der Hitze, dass ich dich immer mehr liebe und in dir allein mein Glück finde.« Peter Basim antwortete in seiner Trunkenheit, »Ich habe allerdings das alles im Herzen gehabt.« Da umarmte und küßte sie ihn, zeigte sich liebevoll gegen ihn und schlief an seiner Seite bis Mitternacht. Dann stand sie auf, nahm aus einem roten Beutel rote Erde, die sie mitten in den Palast streute, und siehe da, es entstand ein fließender Bach. Sie nahm dann eine Handvoll Gerste, streute sie auf die Erde, drängte diese vom Wasser dieses Flusses, und es bildeten sich Korn in Ähren. Sie nahm es, mahlte es zu einem feinen Mehl, hob es auf und legte sich wieder zu Peter Basim, der alles mit angesehen, sich aber, als sie aufgestanden war, schlafend gestellt hatte. Des Morgens stand er auf, wusch sein Gesicht, bat um die Erlaubnis, seinen Oheim wieder zu besuchen und erzählte ihm, was er in der Nacht gesehen. Der Alte lachte und sagte, »Mein Gott, diese Ungläubige will dich verraten, aber kümmere dich nicht darum.« Er gab ihm dann etwa ein Pfund geröstete Gerste und sagte ihm, »Nimm dies mit dir, und wenn sie dich fragt, was du damit tun willst, so antworte, je mehr Gutes, umso besser, und iss davon. Wenn sie dir dann ihre Gerste anbietet, so hüte dich, davon zu essen, sondern tu nur, als essest du davon. Iss aber nur von der meinigen, und wenn du ein Körnchen von den übrigen genießt, so gelingt ihre List, und sie verzaubert dich in jede ihr beliebige Gestalt, während ihr Zauber wirkungslos bleibt, wenn du nichts von ihrer Gerste isst. Sie wird beschämt werden und mit dir scherzen und dir die innigste Liebe beteuern. Aber es ist nur Heuchelei und Trug. Fordere du sie dann auf, von deiner Gerste zu essen und stelle dich verliebt in sie. Und sobald sie nur ein Körnchen davon isst, so nimm eine Handvoll Wasser und schleudere es ihr ins Gesicht und sage, verlasse deine Gestalt und nimm die und die an. Und, wie es dir beliebt, verlasse sie dann und komme zu mir, damit ich das Weitere für dich anordne.« Als Peter Basim hierauf wieder zur Königin zurückkehrte, nahm sie ihn liebevoll auf und beklagte sich über sein langes Ausbleiben. Er sagte, er sei bei seinem Onkel gewesen und habe auch von ihm geröstete Gerste mitgebracht. Sie erwiderte, »Wir haben ja hier bessere Gerste«, und legte die ihrige in eine Schüssel und die seinige in eine andere und forderte ihn auf, von der ihrigen zu essen. Er stellte sich, als esse er davon. Alsbald nahm sie Wasser, bespritzte ihn damit und sagte, »Verlasse deine Gestalt, du Elender, und werde ein hässliches, blindes Maultier.« Peter Basim aber blieb unverändert, und als sie es sah, sagte sie, »O mein Geliebter, ich habe nur Scherz gemacht. Du wirst doch wohl deshalb nicht anders gegen mich werden?« Er antwortete, »Bei Gott, ich bin noch derselbe, aber wenn du mich liebst, so iss auch von meiner Gerste.« Sie nahm einen Bissen davon und aß ihn, und sobald er in ihren Magen kam, wurde sie unruhig. Peter Basim nahm alsbald eine Handvoll Wasser, schleuderte es ihr ins Gesicht und sagte, »Verlasse deine menschliche Gestalt und nimm die einer schäckigen Mauleselin an.« Als sie sich in dieser Gestalt sah, weinte sie und streichelte mit ihren Nüstern seine Füße. Er wollte ihr einen Zaum anlegen, aber sie duldete es nicht. Er ließ sie stehen, ging zum Alten und teilte ihm alles mit. Der Alte holte einen Zaum herbei und sagte ihm, »Nimm diesen Zaun und lege ihn ihr an.« Peter Basim kehrte in den Palast zurück,
Leg dir den Zaum des Alten an und tritt auf ihr wieder zu ihm. Da sagte der Alte zu ihr, »Gott beschäme dich, du Verruchte!« Zu Peter Basim aber sagte er, »Du darfst nun nicht länger hier bleiben. Reit auf ihr, wohin du willst. Hüte dich aber, den Zaum aus der Hand zu geben.« Peter Basim dankte ihm und verabschiedete sich von ihm und ritt davon. Nach dreitägigem Ritt kam er in eine Stadt, und es begegnete ihm ein schöner Greis, der ihn fragte, wo er herkomme. Peter Basim antwortete, aus der Stadt der Zauberin. Jeder lud ihn ein, bei ihm einzukehren, und als sie miteinander fortgingen, begegnete ihnen ein altes Weib, das beim Anblick der Mauleselin weinte und rief, »Es gibt keinen Gott außer Allah. Diese Mauleselin gleicht der, welche mein Sohn besaß und deren Tod ihn so sehr betrübt. Ich beschwöre dich, mein Herr, verkaufe sie mir.« Peter Basim erwiderte, »Bei Gott, ich kann sie dir nicht verkaufen.« Das Weib wiederholte die Bitte und sagte, ihr Sohn müsse sterben, wenn sie ihm diese Mauleselin nicht bringe. Sie drang so lang in ihn, bis Peter Basim sagte, »Ich verkaufe sie nicht unter 1000 Dinaren.« »Woher soll diese alte 1000 Dinare nehmen?« Aber sie zog sogleich 1000 Dinare aus ihrem Gürtel. Da sagte Peter Basim, »O meine Mutter, ich habe nur gescherzt, ich kann dieses Tier nicht verkaufen.« Aber der Greis sah ihn scharf an und sagte, »Mein Sohn, in diesem Lande wird jede Unwahrheit mit dem Tode bestraft.« Peter Basim stieg daher ab, und die Alte nahm der Mauleselin alsbald den Zaum aus dem Mund, füllte ihre Hand mit Wasser, bespritzte sie damit und sagte, »O meine Tochter, verlasse diese Gestalt und werde wieder Mensch.« Sie nahm alsbald ihre frühere Gestalt wieder an und umarmte die Alte, welche, wie jetzt der überlistete Peter Basim wohl merkte, ihre Mutter war. Jetzt wollte er fliehen, aber die Alte stieß einen lauten Pfiff aus, und alsbald erschien ein Geist, so groß wie ein Berg, und Peter Basim blieb aus Furcht stehen. Die Alte bestieg den Geist mit ihrer Tochter und Peter Basim, und er trug sie in kurzer Zeit nach dem Palast der Königin Lab. Diese sagte dann zu Peter Basim, »Jetzt bist du wieder hier, du Elender, und ich bin am Ziel meiner Wünsche. Du sollst nun sehen, wie ich mit dir verfahre und mit diesem alten Gemüsehändler, der mich so viele Wohltaten erwiesen und der mir so schlecht vergolten hat. Denn nur mit seiner Hilfe ist dir dein Streich gelungen.« Sie nahm dann Wasser, bespritzte ihn und sagte, »Verlasse deine Gestalt und nimm die des hässlichen Vogels an.« Und sobald diese Verwandlung stattgefunden hatte, sperrte sie ihn in einen Käfig und ließ ihn hungern und dursten. Eine Sklavin bemitleidete ihn jedoch und gab ihm hinter dem Rücken der Königin zu essen und zu trinken und benachrichtigte den Gemüsehändler von dem Vorfall. Dieser dankte ihr und versprach ihr, sie an Labstelle zur Königin zu erheben. Er pfiff laut und es erschien ein Geist mit 4 Flügeln, welchem er befahl, die Sklavin zur Königin Gülnar zu bringen, die nebst ihrer Mutter Farascha Meisterinnen der Zauberkunst waren. Der Sklavin aber trug er auf, ihnen zu sagen, Peter Basim sei ein Gefangener der Königin Lab. Der Geist flog mit der Sklavin in kürzester Zeit auf die Terrasse des Palastes der Königin Gülnar. Hier stieg sie ab und begab sich zur Königin und benachrichtigte sie von dem Schicksal ihres Sohnes. Die Königin dankte ihr und ließ in der Stadt unter Trommelschall die freudige Kunde vom Wiederfinden des Königs bekannt machen. Sie ließ dann alle Gattungen, Geister und Seetruppen kommen, denn die Könige der Geister waren ihr gehorsam und hatten ihr auch geholfen, den König Samandal gefangen zu nehmen, und flog mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach dem Palast der Königin Lab. In einem Augenblick war Stadt und Schloss in ihrer Gewalt, und alle Ungläubigen wurden getötet. Gülnar fragte dann die Sklavin nach ihrem Sohn, und sie brachte ihr den Käfig, in welchem er eingesperrt war. Gülnar bespritzte ihn und gab ihm seine menschliche Gestalt wieder, worauf man sich gegenseitig küsste und umarmte. Sie schickte dann nach dem alten Abd Allah, dankte ihm für die Wohltaten, die er ihrem Sohn erwiesen, ernannte ihn zum König der Stadt und verheiratete ihn mit der Sklavin, die ihr Nachricht von ihrem Sohn gebracht. Nachdem dann alle muslimischen Bewohner der Stadt dem Abd Allah auf ihren Befehl gehuldigt hatten,
kehrte sie mit den ihrigen nach ihrer Residenz zurück, welche 3 Tage festlich geschmückt wurde und in welcher der größte Jubel über die Rückkehr Bedr Basims herrschte. Als die Festlichkeiten vorüber waren, sagte Bedr Basim zu seiner Mutter: »Nun bleibt nichts mehr zu wünschen übrig, als dass ich mich verheirate und dass wir alle vereint bleiben.« Gülnar stimmte ihm bei, und ihre Mutter sowie ihr Bruder und ihre Nichten sagten alle: »Wir wollen dir behilflich sein.« Sie machten sich dann auf und durchstreiften die Welt, und auch Gülnar sandte ihre Mädchen auf Geistern umher, um das schönste Mädchen in allen Ländern und Städten und Palästen herauszusuchen. Bedr Basim sagte aber zu seiner Mutter: »Lass dies. Mir gefällt keine andere als Jauhara, die, wie ihr Name andeutet, eine wahre Perle ist.« »Dein Wunsch sei dir gewährt«, erwiderte Gülnar und erteilte alsbald Befehl, den König Samandal herbeizubringen. Bedr stand vor ihm auf und fragte ihn nach seiner Tochter. Er antwortete: »Sie ist deine Sklavin und steht zu deinen Diensten.« Bedr sandte einen seiner Freunde nach ihr, und als sie erschien, sagte ihr Vater: »Ich habe dich mit diesem tapferen Löwen, dem König Bedr Basim, verlobt. Er ist der schönste und angesehenste Fürst seiner Zeit. Er passt nur für dich, so wie du nur für ihn geschaffen bist.« Jauhara sagte: »Tu, was du willst, denn aller Schmerz und aller Groll ist verschwunden.« Man ließ alsdann den Ehevertrag schreiben. Die Stadt wurde geschmückt, die Freudenboten wurden umhergeschickt, die Gefangenen befreit, Witwen und Waisen gekleidet, die Emire und Großen des Reiches mit Ehrenkleidern beschenkt. Die Hochzeitsfestlichkeiten dauerten 10 Tage, und Jauhara wurde dem König in 9 verschiedenen Anzügen vorgestellt. Der König Samandal erhielt auch ein Ehrenkleid und wurde wieder als König über sein Reich eingesetzt. Bedr Basim war glücklich mit Jauhara. Sie liebten sich gegenseitig und führten das angenehmste Leben, bis sie der Zerstörer aller Freuden heimsuchte. Dies ist das Ende der Geschichte. Gott sei ihnen allen gnädig. Und dann erzählte Schehersad weiter die Geschichte des Prinzen Zayn al-Aznam und des Königs der Geister. Beim nächsten Mal.